Ich war immer ein politischer Mensch und vor allem Ungerechtigkeiten haben mich immer stark bewegt, aber dass ich dann tatsächlich in die Politik eingestiegen bin und dass ich auch die Ehre bekommen habe, politische Mandate bekleiden zu dürfen, hat auch viel mit Schicksal und Zufall zu tun. Man muss zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und man ist auch abhängig von der eigenen Partei bzw. von der Gunst, die die eigene Partei bei den Wählerinnen und Wählern genießt. Ich habe Religionskulturen studiert, das ist jetzt auf den ersten Blick nichts, was man so im Parlament wiederfindet. Und trotzdem lernt man natürlich in einem Studium, sich mit vielen Texten auseinanderzusetzen. Das hilft schlussendlich bei der Parlamentsarbeit. Wir haben es auch mit Bergen von Papier zu tun, die man bewältigen muss. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich doch oft an meine Studienzeit, wo es immer um religiöse Minderheiten ging. Und wir sind ja ein System und ein Land, das immer Minderheiten integriert hat, das immer auch auf Minderheiten abgestützt war, seien es kulturelle oder sprachliche Minderheiten. Und das finde ich wunderschön, dass sich da doch ein roter Faden jetzt durch meine Biografie durchzieht. Mein Schwerpunkt wird die Vereinbarkeit sein, und zwar auf zwei verschiedenen Ebenen. Zum einen die klassische Vereinbarkeit, die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Politik. Gerade als Milizparlament sind wir da sehr gefordert, diesen Dreiklang zu machen. Und ich glaube, wir sind auch sehr gefordert, die Vereinbarkeit politisch weiterzutreiben. Und auf der anderen Seite finde ich, Vereinbarkeit ist aber auch die Vereinbarkeit von verschiedenen Meinungen. Wir sind ein System, das immer alle Meinungen integriert haben wollte. Und das finde ich sehr schön und sehr richtig. Aber Vereinbarkeit gut gelebt heißt ja dann auch, dass es einen Kompromiss geben soll. Und momentan, gerade in Krisenzeiten, finde ich, sind wir es uns wieder schuldig, uns zusammenzuraufen und wirklich einen Kompromiss dann auch zu präsentieren gegenüber der Bevölkerung, der von der Bevölkerung mitgetragen wird.